Fallout 5 ist noch Lichtjahre entfernt und trotzdem ist Fallout gerade in aller Munde. Das liegt unter anderem an der Fallout-Serie, die kürzlich starten wird. Und es gibt auch eine Community-Mod mit Fallout London, die in den Startlöchern steht. Wie sieht denn die Zukunft der Fallout-Reihe aus? Was wird das nächste große Fallout? Darüber sprechen wir heute und dafür habe ich drei echte Fallout-Experten an meiner Seite. Das ist einmal Fabiano aus der GameStar-Redaktion. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe hoffentlich genug Wissen zu Fallout mitgebracht, dass wir da ausführlich diskutieren können. Davon gehe ich aus, ehrlich gesagt, bei dir. Außerdem mit dabei unser aller Lieblings-Ghoul. Oh. Wie süß du das gesagt hast. Ich kann dir kaum böse sein. Ich habe dich gerade so angeguckt und das kam. Ja, da muss ich direkt an den Aber Ghoule sind cooler, denken. Als man denkt, ehrlich gesagt. Ghoul haben auch viele Vorzüge, glaube ich. Ghoul ist cool, ja. Es hat was einfach, so einen Atomkrieg zu überleben. Ja, und dann, definitiv. Ja. Ich glaube, Ghoul haben nicht genug Lobby eigentlich in der Fallout-Welt, kann man sagen. Und wir haben es schon gesagt, wir sprechen auch über die Fallout-Serie. Und da freue ich mich besonders, dass eine kleine Kooperation hier geklappt hat. Denn der Sebastian Gertschikow von Filmstarts ist hier. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, danke, danke. Du bist sowohl Fan der Fallout-Spiele, aber natürlich auch Movies- und Serienexperte. Und deswegen wird deine Perspektive heute auch sehr interessant, wenn wir über die Zukunft von Fallout sprechen. Einstiegsfrage aber an euch alle. Was ist euer Lieblings-Fallout-Teil? Boah. Da packst du aber gleich die großen Hämmer aus. Ja, darf man was anderes sagen als New Vegas? Ist das okay? Ist es stark? Also ich sag New Vegas. Also ich sag mal so. Ja. Es wird kompliziert. Ich habe New Vegas nie fertig gespielt. Ja. Weil es den Nachteil hatte, dass es rauskam, nachdem ich schon irgendwie 300.000 Stunden in Fallout 3 hatte. Und es bot mir irgendwie zu wenig, als dass ich gesagt habe, jetzt will ich nochmal zu so Zeit spielen. Deswegen, ich weiß, was ich an Fallout New Vegas habe. Ich kenne seine Stärken und rede auch gerne darüber. Aber ich persönlich, ich sag was Kontroverses, nur um die Runde ein bisschen aufzulockern. Ich sag, mein liebster Fallout-Teil ist Fallout 4. Okay, aber warum? Nee, du hast jetzt gerade über die Vorzüge von New Vegas geredet, du hast ja. Fallout 4. Ich mag Fallout 4 einfach, es hat sich für mich sehr organisch, sehr, sehr vollständig angefühlt. Es war ein Spiel, in dem ich einfach sehr viel Zeit verbracht habe auch. Es ist für mich halt im Vergleich mit Fallout 3 nochmal einen Schritt weiter gewesen. Ich weiß, es gibt Leute, die kritisieren an Fallout 4 die mangelnden Rollenspielmöglichkeiten. Aber ich habe es letztens erst wieder gespielt und ich finde, da sind so viele tolle Ideen drin. Ich mag das Institut irgendwie total als dieser mysteriöse Gegenspieler im Hintergrund. Ich mag diese ganzen Geschichten, die da aufgebaut werden. Und vor allem liebe ich den Silver Shroud. Ich liebe diese ganze Storyline um diesen Superhelden, dieses Hörspiel, was man sich im Spiel anhören kann. Und man kann selber zum Silver Shroud werden. Und deshalb ist für mich auch die Sprachausgabe in Fallout 4 kein Problem. Da gibt es ja auch Kritik. Dass Leute sagen, nee, der Protagonist muss stumm sein. Mhm. Aber ein stummer Protagonist hätte als Silver Shroud nicht funktioniert, weil man so tolle Gesprächsoptionen hat, wo er dann einfach die Stimme des Silver Shroud annimmt und sagt, ihr Schurken, ich werde euch nun hinunterschießen mit meinem silbernen Gewehr. Ich, der Silver Shroud. Und das ist nur geil, wenn man es auch hören kann. Das stimmt, ja. Ja. Und was sagst du, Sebastian? Ich bin tatsächlich bei Fallout 3, weil das war das erste Fallout-Spiel, was ich selber gespielt habe. Yeah. Fallout 1 und 2 habe ich tatsächlich nur durch meinen besten Kumpel damals so mitbekommen, weil der das exzessiv gezockt hat und mir, also ich habe ihn selten dabei beobachtet, er hat einfach immer wahnsinnig viel erzählt, was gerade wieder passiert ist und wie sich das alles so entwickelt. Und dann war ich halt mit Fallout 3 war halt wirklich so mein erstes Mal so, wo ich richtig selbst in diese Welt eingetaucht bin und deswegen hat das so einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil da habe ich auch zu viel Zeit drin verbracht, glaube ich. Wir haben es nicht vorher abgesprochen, aber es ist fantastisch, dass ihr alle jetzt ein anderes gesagt habt. Was sagst du denn? Ich würde jetzt so die richtig langweilige diplomatische Ergänzung wahnsinnig werden. Alle irgendwie. Ich finde, du sagst jetzt Fallout 76. Oh, du willst mich immer zum Antagonisten von allem machen. Nein, weil ich würde tatsächlich sagen, Fallout 76 hat die beste Welt aller Fallouts. Ich habe das auch lieber gespielt als die meisten wahrscheinlich. Ich war, weil ich Koop mag.
Ich weiß nicht, ob es heute schon deutlich wurde. Nur das Problem bei Fallout 76 ist ja, dass selbst die Koop-Erfahrung nicht besonders gut ist. Leider ja. Weil sie eine extrem schlechte Lösung für Koop-Progress in den Quests gefunden haben. Ach, Fallout 76 ist halt ein Spiel, was dir leider an jeder Ecke zeigt, wie geil es gewesen wäre als Singleplayer-Game. Ja, wenn sie das richtig gemacht hätten, wenn das Fallout 76 halt irgendwie oder klassisches Fallout gewesen wäre. Oder halt den Multiplayer besser durchdacht. Also ich, wie gesagt, die Multiplayer-Idee eines Fallout fand ich nie schlecht. Nee. Aber es war halt wirklich, an jeder Ecke denkst du dir, warum habt ihr das jetzt so gemacht? Aber wie toll die Welt halt gebaut war. Mit diesem ganzen Mothman-Zeugs, mit all den komischen Kryptiden, die man in den Wäldern rumschweben findet. Total, mit all den kleinen Geschichten, die drin gesteckt haben. Also eigentlich richtig cool gemacht, leider fürs falsche Spiel. Ja. Ich finde aber die grundsätzliche Idee, die sie hatten, dass sie gesagt haben, wir versuchen jetzt euch eine Phase von Fallout zu zeigen, als die Leute anfangen, wieder aus den Bunkern rauszukommen und die MMO-Spielerschaft ist es, die diese Welt besiedelt, finde ich eigentlich romantisch schön. Aber sie funktioniert halt nicht. Sie macht nicht so viel Spaß, wie man sich das eigentlich vom Fallout erwünscht. Ja. Um jetzt nochmal ganz kurz das Diplomatische zu sagen, ich finde Fallout 3 hat einen der besten Einstiege aller Spiele, aller Zeiten. Ja. Da kann man nicht widersprechen. Wo du wirklich als Baby anfängst. Absolut fantastisch. Ich finde, Fallout New Vegas hatte so die interessanteste Welt mit den Fraktionen. Mhm. Caesar's Legion, meine absolute Lieblings-Fallout-Fraktion. Hallo, der beste Dialog der Fallout-Geschichte ist das Gespräch mit Caesar, wenn er dir in aller Ruhe und freundlich begründet, warum es vollkommen richtig ist, komplette Dörfer auszurotten. Ja. Ist wie mit Maurice reden, so ein bisschen in dem Moment. Man denkt sich, was für ein kranker Bastard, aber man ist irgendwie auch aber Fan. Aber hat einen Punkt irgendwie, ne? Ja. Und so ist es auch bei Caesar in Fallout. Nicht nur mit Maurice. Und Fallout 4 fand ich aber besonders gut, tatsächlich die Entscheidungen innerhalb der Fraktionsstorylines, wie die ineinander gegriffen haben und wie die Fraktionen auch im Gegensatz zueinander standen. Das fand ich da besonders interessant, was auch einer meiner Kritikpunkte zum Beispiel an Starfield ist, dass das da einfach gar nicht passiert. In Starfield spielst du halt alle Storylines komplett separat voneinander. Es gibt keine Connection, keine Entscheidungen, kein Konfliktpotenzial zwischen den Fraktionen. Das fand ich im Vierer echt cool, dass du mindestens eine andere Fraktion meistens dann am Ende auslöschen musstest, wenn du halt den Weg mit der anderen komplett gehen möchtest. Ja. Ja. Auch wie sie zusammen letztlich auf das finale Ziel eingezahlt haben, wie jede Fraktion irgendwie seine eigene Meinungsverschiedenheit mit dem Institut hatte und dass du auch selber mit dem Institut dann irgendwie dich verbunden konntest und so weiter und so fort. Ich fand das sehr schön verzweigt einfach alles. Ich hatte das Gefühl, die Geschichte, die ich erlebe, unabhängig davon, ob ich vom Weg abweiche oder nicht, zahlt irgendwie auf ein größeres Narrativ ein. Ja. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Dann hast du Bethesda, die sagen, hey, wir haben eine richtig coole, handgebaute Welt, wir haben Fraktionen, die in so einem Konflikt zueinander stehen und wisst ihr, was wir jetzt machen? Starfield. Ja. Aber reden wir über Fallout. Ja. Reden wir über Fallout. Ja, lass uns doch direkt mal auf das, was unmittelbar bevorsteht, zu sprechen kommen, nämlich auf die Fallout-Serie. Da gab es ja jetzt schon ein paar Trailer zu sehen und es scheint... Na, da fehlen die Worte. Ich blicke da durchaus positiv drauf. Es scheint tatsächlich was zu sein, was den Spirit ganz gut einfängt, zumal ich auch großes Vertrauen in Jonathan Nolan habe, der ja die Serie produziert und auch der Showrunner ist, der ja das zumindest in der ersten Staffel wirklich fantastische Westworld gemacht hat. Die anderen Staffeln danach sind ja streitbarer, aber zumindest die erste Staffel Westworld war ja absolut fantastisch. Das musst du einfach sagen, weil du Red Dead Redemption magst, weil Westworld ist Red Dead Redemption die Serie. Ein bisschen du hast schon, halt eine Westernwelt, in der du tun kannst, was du willst in diesem Park. Ein bisschen, das ist ein Gaming-Setting. Ja, das stimmt. ich würde es auch so sagen. Okay. Ja. Ja, aber es ist ganz spannend. Die Fallout-Serie, wie gefällt euch denn die bisherige Berichterstattung? Also nachdem ich gehört habe, dass Jonathan Nolan damit beteiligt ist, war ich eigentlich sofort hooked, weil er hat ja gerade auch mit seinem sehr, sehr noch viel berühmteren Bruder Chris Nolan ja auch Interstellar und sowas alles gemacht. Also kennt sich ja im Sci-Fi-Bereich auch aus und hat ja auch
schon für Prime diese Serie The Peripheral gemacht, mhm, die ich sehr geliebt habe und es sehr schade finde, dass sie nach einer Season dann abgesetzt wurde. Mhm. Und dass er da jetzt mit an Bord ist. Übrigens, tatsächlich ist er nicht der Showrunner, was, okay, ich auch immer gedacht habe. Es gibt noch ein weiteres Autorenpärchen, die dann als Showrunner fungieren. Ja, okay. Die mich ehrlich gesagt mal so ein bisschen skeptisch gemacht haben, weil die hatten irgendwie The Marvels gemacht und so andere Sachen. Aber dass Nolan und seine Partnerin Lisa Joy da irgendwie mit beteiligt sind, stimmt mich sehr positiv. Und ich meine, wir sehen ja jetzt hier auch so die ersten Trailer-Sachen und so. Das ist ja alles da, was du als Fallout-Spiele-Fan eigentlich magst. Und gleichzeitig hat ja ein Todd Howard immer wieder auch schon in Interviews jetzt zur Serie gesagt, er wollte jetzt niemanden haben, der zu ihm kommt und sagt, du, ich verfilme dir jetzt Fallout 3 und nehme mir da irgendwie was raus, sondern der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich finde diese Welt toll, aber wir machen da was Eigenständiges innerhalb dieser Welt. Und das ist, glaube ich, spricht mich zumindest an, weil ich gehöre ja leider zu denjenigen, die mit The Last of Us nicht so viel als Serie anfangen konnten. Einfach weil ich liebe die Spiele, aber die Serie war mir für mich als Gamer halt einfach zu sehr das, was ich schon zigmal gespielt habe. Und ich fand die Serie immer nur dann toll, wenn sie wirklich mal was Eigenes gemacht hat. Also die Bill und Frank Episode, Folge 3 war halt zum Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, gerne mehr ein bisschen so in die Richtung. Und jetzt bei der Fallout-Serie habe ich das Gefühl, das ist halt genau das. Es ist so dieses Folge 3-Schema von The Last of Us, wo man sagt, okay, wir machen was Eigenständiges, aber in dieser Welt. Und diese Welt ist ja so gigantisch groß. Das geht ja auch das super mit diesem Vault-Prinzip, ne? Ja, genau. Jetzt erzählen wir eine andere Vault. Ja, genau. Ja, das ist, stimmt schon. Ich finde auch sehr cool, dass sie im Prinzip gesagt haben, dass die Serie trotzdem Kanon ist, aber halt keinerlei Einfluss darauf haben soll, welche Entscheidungen jetzt kanonisiert werden und welche nicht, sondern die Serie soll ja im Prinzip vereinbar sein mit allen Entscheidungen, die in anderen Spielen eine Rolle gespielt haben. Das heißt, man kann dann als Fan im Prinzip sagen, ich akzeptiere diese Serie als Teil der Welt, die ich auch gespielt habe. Ja, ich glaube, sie wuseln sich da ein bisschen drumherum, weil eigentlich spielt es ja an einem Schauplatz, den man schon kennt aus Fallout 1. Wir wurden gerade schon im Chat dafür kritisiert, dass wir Fallout 1 und Fallout 2 hier verbrecherisch verschweigen würden. Das waren das stimmt, fantastische, großartige, wegweisende Rollenspiele, wo man super auf Nullpunkte Intelligenz spielen konnte und dann nur Sachen sagen konnte wie Hau Maul, du! Oder so. Also ganz, ganz so wie in Outer tolle World. Spiele damals gewesen. Ganz genau. Ja. Da siehst du, woher es kommt. Ja. Und die Fallout-Serie spielt ja in Los Angeles und in der Boneyard, ne, in dem was von Los Angeles übrig ist, nach diesem Atomkrieg, wie Fallout 1 halt auch, nur halt 35 Jahre später. Und mit diesem Zeitabstand kannst du natürlich alles begründen, was sich irgendwie in dieser Welt verändert hat, ohne irgendwas von Fallout 1 konkret nochmal aufgreifen zu müssen. Das ist ja bei solchen Sachen auch gerade wichtig. Und das hast du ja auch bei The Last of Us zum Beispiel gemerkt. Du musst ja als Serienmacher auch diejenigen ansprechen, die jetzt diese Welt überhaupt nicht kennen. So, ne? Also das ist ja sowieso mal dieser schwierige Spagat. Wie machst du es den Fans der Spiele recht? Und wie holst du aber auch so neue Leute mit dazu, die halt wirklich Fallout, was ist das? So, oh, sieht spannend aus, aber kenne ich gar nicht so. Ne? Und das, da habe ich zumindest so das Gefühl, dass man hier da wirklich auch gut drauf eingeht, weil du ja auch so diese drei unterschiedlichen Figuren hast, denen man jetzt hier so folgt. Und ich bin da echt sehr, 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 sehr gespannt drauf. Ich glaube, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, so ob es gelingt, diesen Spirit auch einzufangen in der Serie, was da natürlich bei Fallout extrem wichtig ist, ist halt Humor. Exactly. Ja. Und wenn wir das vergleichen mit The Last of Us, ich habe immer das Gefühl, eine ernsthafte Geschichte ist ein bisschen leichter, weil Humor ist halt immer die Königsdisziplin. Und den richtig einzufangen, das wird so entscheidend sein dafür, wie diese Serie im Endeffekt ankommt, weil da hat Fallout eben einen sehr, sehr eigenen. Ja, das ist halt, Fallout ist halt diese fantastische Mischung aus sehr ernste Themen auf der einen Seite. Du hast irgendwie natürlich atomare Vernichtung, du hast Sklaverei, du hast ganz viel Elend in dieser Welt, aber auf der anderen Seite halt auch ganz viel schwarzer Humor immer wieder damit vermischt, ganz viel Skurriles, ganz viel Absurdes, ne? Allein die Kannibalenfraktion in New Vegas, wenn du halt rausfindest, was da so in den Casinos passiert, ne? Ohne zu viel zu spoilern. Ja. Und die zwei Sachen unter einen Hut zu kriegen, dieses Ernste auf der einen Seite und dieses Humorige auf dem anderen, das ist Fallout. Mhm. Ne? Alles andere
wäre Thema verfehlt, setzen 6. Ja. Ja. So ein bisschen. Ja. Aber zumindest, was wir bisher gesehen haben, geht schon gut in diese Richtung. Ich liebe diese eine Szene, die sie veröffentlicht haben von der Fallout-Serie, wo Lucy, ne, die aus dem Vault kommt und was ja immer toll ist, du hast es gerade schon gesagt, weil die Hauptfiguren kommen aus dem Vault raus und lernen diese Welt neu kennen, mit uns zusammen als Zuschauer. Also das macht auch so eine Serie halt einfach besser, um ihr zu folgen, ne? Ja. Wenn die Figur die Welt mit dir kennenlernt. Und wie sie dann in dieser Stadt ist, in dieser Szene und einen Ghoul versucht davon zu überzeugen, keine Gewalt anzuwenden, ist halt wie mein Charakter irgendwie mit zu wenig Charisma. So, hey, wir können doch ja alle friedlich irgendwie vielleicht, ne, aus der Sache so, ne, quasi rausgehen und aber ich kann auch Gewalt anwenden, wenn ich muss und so. Also, ne, denk lieber drüber vielleicht dann nach, weil ich bin gefährlich. Ja. Fantastisch, Fallout. Ja, also, stimmt. Ja, aber da muss man halt gerade, was du ja auch meintet, ne, weil Fallout ist auch irgendwo sehr politisch und es steckt sehr viel Satire drin und das wird am Ende die Krux sein, dass die Welt gut aussieht, dass die Kostüme alle irgendwie auch passen, so wie man sie aus den Spielen kennt, dass die Rüstung der Brotherhood of Steel, dass das alles irgendwie so aus... Das ist, glaube ich, so das Einfachste, was du mittlerweile auch irgendwie machen kannst. Und da sind wir halt auch mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ja Gaming und Film- und Serienbereiche mehr und mehr miteinander verschwimmen. So. Und da jetzt so aber auch diesen humorigen Level mit reinzubringen. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass sie es so ein bisschen versucht haben, mit The Boys zu vergleichen. Mhm. So, weil The Boys ist ja schon auch sehr, sehr politisch, auch sehr, sehr bissig und sehr, sehr großartig, gerade wenn es so ein bisschen darum geht, mit diesem ganzen Superhelden-Genre auch abzurechnen. Und wenn das zumindest schon mal so als Niveau auch für den Humor in der Fallout-Serie kommt, denke ich mir, okay, da habe ich Bock drauf. Weil bisher muss ich sagen, alles, was ich so in den Clips und den Trailern gesehen habe, was den Humor angeht, fand ich ihn schon okay, aber noch so ein bisschen so auf so einem eher platten Niveau. So, ja. Ne? So dieses so, okay, wir hauen halt einfach erstmal so einen Spruch raus und wenn die Lucy da vor dem Ghoul steht und sagt, ja, also ich kann auch schießen, wenn du hier jetzt böse Sachen machst. So, ich meine, das passt schon gut. Aber subtiler Humor ist in einem Trailer halt auch immer schwer zu zeigen. Ja, na klar, ne? Absolut. Das muss ja auch aufgebaut werden und so. Aber wie gesagt, ich bin da auch bei den ganzen Autoren, die da beteiligt sind, echt sehr begeistert. Ich fand es auch sehr schön. Ich habe ein Interview auch mit Ella Purnell, die ja Lucy spielt, gelesen. Mhm. Und sie hat ihre Herangehensweise so ein bisschen mit The Unbreakable Kimmy Schmidt verglichen, falls ihr diese großartige Netflix-Serie. Und da geht es ja auch darum, dass eine junge Frau, die jahrelang in so einem Bunker gelebt hat, bei so einem komischen Apokalypse-Priester plötzlich wieder rauskommt und diese Welt neu entdecken muss. Und das ist natürlich dann, glaube ich, auch so der Punkt, wo die Serie gerade so Nicht-Fans der Spiele gut abholen kann, weil sie dann so stellvertretend für die Leute durch diese Gegend läuft und selber alles hinterfragen muss, so. Warum fliegen denn jetzt diese komischen Roboter durch die Gegend? Warum siehst du aus wie der Red Skull aus Marvel? Und was passiert hier eigentlich in dieser Welt? So, und das hast du, glaube ich, als Erzähler für so eine Serie hast du eine gute Figur, um hier halt auch Sachen zu erklären, ohne dass es so Exposition-Dumping ist und irgendjemand immer da sitzt und sagt so, okay, und das passiert jetzt und das ist jetzt dran, so, oder? Was ich mich halt auch frage, ist halt, weil es gab ja dieses Interview mit Todd Howard, wo er gesagt hat, er hatte ihnen ein paar Sachen verboten, das wollen sie nicht machen, weil wollen wir in Fallout 5 machen. Ja. Auf der anderen Seite sagt ja auch Todd Howard ganz klar, die Serie wird das nächste Fallout-Kapitel. Die Serie bereitet auch das vor, was kommt. Und wir wissen ja auch, sie spielt zeitlich jetzt quasi in der spätesten Jahreszahl. Also sie ist jetzt die größte Zukunft, die wir aktuell in der Fallout-Lore haben. Genau. Ich bin halt einmal gespannt, ob die Serie halt diese Lore von den Spielen, die es ja durchaus gibt, aber trotzdem steht irgendwie alles ein bisschen für sich, ob das noch ein bisschen mehr zusammengeführt wird, dass wirklich die Fallout-Lore noch mehr so ein Stück wird. Und auch inwiefern wir halt dann wirklich durch die Serie die Zukunft von Fallout vorhersagen können. Was wir zum Beispiel ja schon gehört haben, ist, dass es ja noch mehr Rückblicke auch in die Zeit vor dem Bombenfall geben wird. Ja. Und das zum Beispiel ist ja was, du hast The Last of Us angesprochen, was auch diese Last of Us-Serie sehr viel gemacht hat und was dann auch die Parts waren, die sehr interessant waren für Leute, die die Spiele gespielt haben.
das zu sehen. Du musst halt sagen, sie haben ja eine Hauptfigur. Es gibt drei Hauptfiguren, ne, in der Serie. Mhm. Lucy haben wir gerade schon erwähnt, die aus dem Vault kommt. Es gibt Maximus, der Teil der stählernen Bruderschaft ist und da sich irgendwie zurechtfinden muss. Und es gibt eben den Ghoul, also mich quasi, der viele hundert Jahre... Ja, gar nicht erkannt unter der Maske. Viele hundert Jahre alt ist und halt auch natürlich noch die alte Welt miterlebt hat. Und sie sagen ja auch in Interviews, man wird diese alte Welt sehen. Es gab auch schon Szenen zu sehen, wie die Bomben fallen tatsächlich. Ja. Also, ne? Und das ist auch eine Erzählweise und eine Figur, die es in den Spielen so nicht gab. Also hattest du nie einen Ghoul als Hauptfigur. Ne? Du konntest ihn nicht spielen. Du konntest zwar in Fallout 4 ganz am Anfang diese alte Welt wenigstens mal sehen, was auch zum ersten Mal war. Davor gab es in Fallout 3 diese VR-Mission, da gab es auch ein bisschen so die Rückblicke. Aber einfach dieses Motiv zu nehmen, hey, das ist jemand, der wusste noch, wie die Welt war, bevor alles irgendwie den Bach runtergegangen ist und hat halt danach 200 Jahre... schlimme Sachen wahrscheinlich erlebt. Das ist ja eine coole neue Perspektive, ne, ja, die halt Fallout bereichern kann. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie den großen zusammenhängenden Fallout-Kanon geben muss unbedingt. Also ich bräuchte jetzt auch nicht die ultimative Fallout-Timeline, wo jedes Event seinen Platz hat und ich hinterher nachgucken kann, wo genau passt die Serie da rein. Das Fallout Cinematic Universe. Ja, genau, weil wir sehen, wo es hinführt. Ne? Am Ende muss es ein Multiverse werden, damit alle wiederbelebt werden können und so. Ja, na, das ist halt ja, wirklich das Schwierige so, ne? Wenn du halt das versuchst, in diesen Kanon irgendwie mit reinzubringen. Es wird, glaube ich, also gerade wahrscheinlich so für Hardcore-Fans, für euch, dann, da, ihr werdet wahrscheinlich schon noch mehr vor dieser Serie so, also das da, das kann ja so nicht sein und so. Also, das, da glaube ich, muss man dann auch einfach so ein bisschen einfach sagen, ja, okay, es ist jetzt dann halt diese Serie und am Ende wird so ein Todd Howard das sagen, aber wenn sie dann Fallout 5 machen, dann werden sie ja trotzdem irgendwo ihr Ding durchziehen. So, weil du kannst dann immer noch sagen, ja, Fallout 5 spielt dann am ganz anderen Ende des Kontinents und hat jetzt damit wieder überhaupt nichts groß zu tun oder so, um dich so ein bisschen da rauszureden, wenn es jetzt irgendwelche Kontinuitätsfehler gibt oder so. Ja, das finde ich ist aber halt auch die Stärke dieses Settings. Es ist halt alleine schon cool, wenn ich höre, hey, es kommt neues Fallout, einfach in einer anderen Stadt. Ja. Yep. Weil ich ja genau weiß, hey, sie werden diese Location nehmen und halt irgendwie satirisch aufarbeiten, wie es ein GTA halt auch macht. Bei GTA ist mir, es ist scheißegal, ob es eine Timeline-Continuity gibt in dieser Welt und wo Franklin ist, wenn GTA 6 rauskommt oder sowas. Mhm. Es ist mir einfach nur wichtig, sie nehmen diesen Schauplatz und drehen ihn durch den Fleischwolf an Absurdität, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und das machen ja auch die Mod-Projekte, die momentan entstehen. Mir vorstellen, Fallout London kommt. Was kann man in diesem Weltuntergangssetting aus einer Stadt wie London machen an Absurditäten, an Fraktionen? Was kann ich aus Miami machen, in Fallout Miami und so? Ne? Ja. Es ist interessant, dass das wirklich, es gibt so Serien, wo das irgendwie einfach nur das Setting an sich schon so ein Punkt ist, wo man sagt, oh geil. Genau. Während halt bei anderen Serien, es ist halt so, ja, okay, und mehr, also was kommt noch? Und bei Fallout und eben auch GTA, da ist halt so, allein die Tatsache, es gibt jetzt dieses Spiel in diesem Setting, ist schon eine Aussage für sich, die schon eine Erwartungshaltung schafft. Ja, ja. Ist auch so faszinierend, dass wir bei Fallout wirklich noch so wenig irgendwie gefühlt von der Welt gesehen haben. Ja. Also wenn man sich mal Elder Scrolls anguckt als direkten Vergleich, spätestens seit ESO, kann man jeden Flecken mal irgendwie einordnen. Aber bei Fallout gibt es so viele schwarze Flecken noch auf der ganzen Landkarte, wo du nicht weißt, was ist da eigentlich genau passiert. Es ist ja auch irgendwie eine spannende Frage, was ist denn mit der anderen Seite? Weil die Welt liegt ja nicht in Schutt und Asche, weil die USA beschlossen hat, das zu tun, sondern weil es halt eben der Gegenseite da gab, China in dieser Lore, mit denen sie aneinander geraten sind. Und dann hat es halt irgendwann dazu geführt, dass die ganze Welt untergegangen ist. Wie sieht eigentlich China aus? Ja. Also was ist eigentlich die Satire, die in China stattfindet? Ich glaube nicht, dass sie es jemals machen werden, weil es ein bisschen vielleicht auch kulturell übergriffig wäre. Aber wer weiß, also das sind so viele Bereiche in der Welt, die ich gerne noch sehen würde. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es für mein persönliches Enjoyment von Fallout irgendwie schon dazugehört, dass es in den USA stattfindet. Ich glaube, so Sachen wie... The American Dream. Ja. Das ist ja Nightmare eher, ne? Ich glaube, es würde sich, also Fallout London, ich glaube, es kann mega viel Spaß machen, aber ich glaube auch, dass es sich nicht ganz nach Fallout anfühlt. Aber das ist vielleicht auch was die Serie ja dann noch weiter irgendwie machen kann, ne? Weil die Frage ist ja auch,
Wird das so anthologiemäßig sein, dass sie dann irgendwie, wenn es eine zweite Staffel gibt, dass sie sagen, okay, wir bringen neue Figuren und einen neuen Schauplatz mit rein? Oder werden sie das weiter ausführen? Und wenn sie dann halt jetzt schon sagen, okay, wir zeigen euch, wie Amerika davor ausgesehen hat, dann gibt es vielleicht auch irgendwann in Staffel 2, dass du auf diesen vorherigen Konflikt noch viel mehr eingehen kannst. Also da, glaube ich, kann man sich dann auch letztendlich gut so ein bisschen in dieser Serienwelt verstecken und sagen, okay, da können wir vielleicht wirklich das Thema China mehr irgendwie thematisieren, als wenn wir jetzt sagen, wir bringen jetzt Fallout Beijing raus oder so. Und was dann halt, wie Fabiano schon meinte, vielleicht auch ein bisschen schwierig jetzt gerade irgendwie sein könnte, der ganzen Lage. Ich will auch noch einen Punkt hinzufügen, weil du ESO genannt hast. Es ist ja eine Meinung, die ich durchaus auch ein bisschen vertrete, dass dadurch, dass wir durch Elder Scrolls Online einfach jetzt so gut wie jeden Bereich auf dieser Welt kennen, ist es auch ein bisschen entzaubert worden. Es ist tatsächlich halt, ich finde, das gehörte früher zu Elder Scrolls auch dazu, dass du dich halt immer gefragt hast, wie sieht denn die Heimatwelt von dem und dem Volk aus, aber dass du es halt nicht genau wusstest. Ja. Ich finde es natürlich cool, wenn das am Ende nach und nach erschlossen wird, aber bei Elder Scrolls dann so mit einem Add-on so, ach so, und jetzt ist hier übrigens alles und jetzt ist hier wieder alles, das war mir irgendwie zu klein. Und das würde ich mir für Fallout nicht wünschen, dass man dann irgendwann halt alles weiß, weil es halt in irgendeinem kleinen Bit mal zu sehen war, weil dieses Mysterium gehört irgendwie für mich auch ein bisschen dazu. Ich fand es total spannend in diesem Operation Anchorage DLC, wo du ja wirklich ein bisschen von diesem Krieg mal mitbekommen hast. In Alaska. Genau. Das waren so voll die spannenden Lore-Pieces, auch das so zu erschließen irgendwie. Ich glaube, auch in Fallout 4 gab es dieses chinesische U-Boot, glaube ich, das du finden konntest. Ja. Und da gab es gerade irgendwie ein Schwert des Kaisers oder so, was du hier finden konntest. Und so. Das war ganz cool. Ja, ja. Ja. Also das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich, dieses Settings ist einfach, dass es so ein uramerikanisches Setting ja eigentlich ist. Die Idee von Fallout ist ja, was ist, wenn die USA vom Mindset und auch von ihrer, von Design und von überhaupt der kompletten Stimmung her in den 50er Jahren stecken geblieben und dann immer schlimmer geworden wären, so ein bisschen. So, das ist die alte Welt von Fallout, weshalb ich dieses Setting halt absolut liebe, gerade weil es so dadurch eine politische und satirische Ebene hat, ne? Diese ständige Angst vor den Kommunisten, vor den Roten, hütet euch vor den Roten, Kinder. Gleichzeitig diese Aufbruchsstimmung, ne? In 5 Jahren, Kinder, leben wir auf dem Mond, wir können alles erreichen mit unserer Technologie, dabei ist sie eigentlich gar nicht so geil, ne? Wenn man sie sich anguckt. In Autos sind Atomreaktoren verbaut und wenn du dagegen trittst, explodiert das komplette Auto irgendwie. Ja. Aber halt, ne, so, und plus dann Roboter dieses, sind immer böse, irgendwann. Roboter drehen immer durch, genau, es ist ein Naturgesetz, das ist passiert. Und dieses, ne, und dann halt noch dieser retro-futuristische Stil, ne, wie hat man sich in den 50ern die Zukunft vorgestellt? Und dann halt, ne, einfach nicht mehr weiterentwickelt, so ein bisschen. Es ist absolut ultra fantastisch. Aber da bin ich bei Fabiano, ne, wenn man das übertragen würde auf London, funktioniert es natürlich nicht, weil Europa ist anders. Das europäische Mindset ist anders. Das ist irgendwie das Design. Das ist genau die große Challenge, die sie haben bei dieser Mod. Ist nicht so, als könnte man nicht auch Europa satirisch durch den Kakao ziehen. Also, das geht. Da wäre ich dabei, ja. Aber es hat halt dann nicht diesen Liberty Prime-Moment, wenn dieser riesige Roboter durch die Stadt läuft und ruft, Demokratie ist unverhandelbar. Ja. Und dann eine Atombombe wirft. Ja, ist ein guter Punkt. Also tatsächlich werden wir es ja nicht, zwar nicht von Bethesda selber, aber wir werden es ja von Fans oder von der Community dann demnächst sehen mit Fallout London, wie das funktionieren kann. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir reden ja auch gleich noch in einem Einzelslot quasi genauer darüber, was uns da erwartet. Aber ja, Fallout in Europa, wie kann das funktionieren? Ja, ein bisschen, um zurückzukommen zu dem, was Sebastian vorhin gesagt hat, zu dieser ganzen, das ist tatsächlich was mir auch bisher noch fehlt bei den Serienausschnitten, die wir gesehen haben, eben diese satirische Ebene, ne? Diese politisch satirische Ebene, auch diese Satire auf den Kapitalismus. Ja. Jedes Unternehmen ist böse in der Fallout-Welt, wo sie irgendwie, wo du hinterher E-Mails findest, in denen steht, hey, wir haben einen neuen Energy-Drink erfunden, der ist total toll. Okay, die wichtigste Zutat ist Plutonium und er bringt Leute um, aber lass uns doch einfach nicht drüber reden. Ja. So, aber auch das ist typisch Fallout. Oder sie bauen irgendwie Fernseher, die komplette Wohnzimmer verstrahlen oder sowas und sagen dann, ne, das ist der Radiation King Fernseher. Den wollt ihr doch alle haben, oder? Weil er der neue technische, heiße, ne, Dings ist. Und
Aber das ist, glaube ich, so Sachen, die zeigst du jetzt halt noch nicht in den Trailern, weil die Trailer müssen halt einfach irgendwie erstmal anfliegen. Das hatten wir ja vorhin schon so, dass du halt jetzt erstmal so ein bisschen so den, sag ich mal, platteren Humor reinpackst, weil das sind ja so Sachen, die musst du ja wirklich aufbauen. Und das wäre, wenn das im Trailer auftauchen würde, wäre das so für Fans, die machen dann den Leonardo DiCaprio und flicken dahin und sagen, oh, da, weißt du, das erkenne ich so. Ne? Und das ist ja das, was ich meinte, du musst halt alle irgendwie abgreifen. Genau. Und da finde ich es halt zum Beispiel auch spannend, sowas wie Fallout ist jetzt so, ich habe mir überlegt, so was fällt mir für eine Serie ein, die so einen ähnlichen Look hat, auch so von den Figuren her. Hast du jetzt auch nicht so. Und das ist toll. Und ich meine, es gab ja auch schon Ewigkeiten irgendwie Versuche, Fallout in irgendeiner Form mal zu verfilmen oder so. Und es hat ja irgendwie nie so richtig geklappt. Mhm. Und dass wir jetzt einfach auch so an diesem Punkt angekommen sind, hier gerade auch so ein bisschen dankend an The Last of Us, weil die Leute das ja auch universal, außer mir, irgendwie wirklich ja gut angenommen haben und es sehr gefeiert haben, dass das jetzt hier einfach so der Punkt ist, weil früher haben wir immer davon geredet, okay, gibt es überhaupt ordentliche Videospielverfilmungen? Und dieser Ansatz jetzt zu sagen, wir setzen es in diese Welt, aber es ist jetzt keine direkte Adaption, bin echt sehr, sehr heiß drauf. Also wenn das nächsten Donnerstag losgeht, dann habe ich schon Homeoffice genommen, ich nicht ins Büro gehen und habe schon gesagt, ja, also, muss ja für die Arbeit, ne? muss ja alles gucken, so. Muss ja auch Videos machen. Vielleicht noch letzter Punkt zu der Serie. Da muss ich auch an den Talk mit dir und Geraldine zum Thema Fanservice natürlich denken. Wie viel Fanservice darf da rein? Alles. Alles, ja. Ja, alles. Muss sein. Weil Thema Warcraft-Film, ne? Ein Beispiel für, wir Fans haben ihn die ganze Zeit gejubelt. Bei Nicht-Warcraft-Fans kaum angekommen. Muss ich dazu sagen, ich mag den total gerne und ich bin überhaupt kein Warcraft. Du bist Fantasy-Film. Ja, na klar. Also magst du ihn als Fantasy? Würdest du sagen, der Warcraft-Film ist ein guter Fantasy-Film? Wenn du so fragst. Ich hatte meinen Spaß damit. Und okay, wie gesagt, das kann man sagen. Also es ist jetzt dadurch, ich war damals mehr angetan durch den Regisseur hier, den Sohnemann von David Bowie, Duncan Jones. Und ich kenne die Welt halt wirklich überhaupt nicht von Warcraft. Also das kenne ich nur wirklich sehr, sehr oberflächlich. Okay. Es ist jetzt nicht unbedingt ein guter Fantasy-Film, aber hat so für das, was es sein wollte, hatte ich mal Spaß damit. Okay, stimmt. Ja, er ist fun. Das war zwar alles viel zu viel auf CGI gesetzt und sowas alles und die Hälfte der Sachen habe ich gefühlt einfach nicht verstanden, weil das so an mir vorbeigegangen ist. So, was machen die da jetzt und was passiert hier gerade? Aber deswegen, also was dieses Thema Fanservice angeht, das glaube ich muss da drin sein. Aber es ist halt immer eine Frage, wie baust du Fanservice ein? Weil mittlerweile so, wenn ich so mal in Richtung Star Wars schmule, so da hatte ich jetzt in letzter Zeit sehr häufig das Gefühl, gerade sowas wie The Book of Boba Fett oder so oder die Obi-Wan-Serie, so da wird halt Fanservice reingepackt, damit du sagst, so, ja, das muss ja drin sein, weil die Fans warten da irgendwie drauf. So. Und hier, glaube ich, hast du jetzt bei Fallout einfach so den Vorteil, diese Welt ist einfach gigantisch groß und du kannst so viel Kleinkram und einfach auch nur, selbst wenn du so in den Trailern so schaust, was im Hintergrund nur passiert, wenn da irgendwelche Plakate hängen oder einfach so, wenn da halt irgendwelche Flaschen in irgendeiner Bar rumstehen oder so. Coca-Cola. Ja, genau. Coca-Cola. Das ist denn so die Art von Fanservice, der nicht so aufdringlich ist, sondern sich halt einfach so wirklich im Hintergrund passiert, wo du als Nicht-Kenner der Spiele, du nimmst es halt einfach wahr als eine sehr, sehr volle Welt. Und als Kenner der Spiele bist du gedacht, oh ja, guck mal, sie haben das auch noch mit drin und so. Und das finde ich ist dann, das ist dann clever gemacht. Ja, lass uns gerne mal auf die Spiele zu sprechen kommen. Wir wollen auf jeden Fall noch eine kleine Prognose für Fallout 5 abgeben, aber vorher gibt es ja tatsächlich relativ viel, was gerade in der Community passiert. Fallout London haben wir schon angesprochen, gehen wir auch gleich nochmal mehr drauf ein. Wird sehr spannend. Soll Ende des Monats kommen, am 23. April. Ja, wird spannend, auf jeden Fall. Neil Newbon, Astarion, ist dabei als Sprecher. Frage ich mich auch, war das schon vorher klar oder ist das jetzt auf den Hype-Train von Baldur's Gate 3 aufgesprungen in letzter Minute? Weil der Typ hat ja unglaublich viel Hype gerade. Zu Recht auch, also macht er einen fantastischen Job.
Ich glaube, dass, also ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Talk da mal durch deren offizielle Seite da durchgeklickt. Mhm. Da stand da noch nichts mit drauf mit irgendwelchen großen Sprechern oder sonst irgendwie was. Also das muss jetzt wirklich, ich weiß halt nicht, wie sich das da am Ende alles so in den Hintergründen entwickelt hat. Aber da stand noch auf der offiziellen Seite, steht da irgendwie noch gar nicht so groß drauf mit, wir packen da noch große Sprecher rein, die ihr kennt. So. Also von daher, aber... Ja, also ich habe da echt, also ich bin da wirklich eigentlich auch erst so durch unsere Vorgespräche so drauf gekommen, weil ihr seid ja die Gaming-Experten, ich bin ja mehr bei Movies und Serien zu Hause, aber habe ich dann mal da so durch diese Seite geklickt und finde es sehr, sehr spannend einfach so, was Fans halt dann wirklich auch so Großes hier anstellen und so dieses Szenario London ist natürlich auch nochmal geil, weil es ist halt nicht USA, so da sind, da musst du natürlich auch irgendwie anders umgehen mit, wie sind Waffen so verfügbar? Und die haben ja jetzt dann nicht so diese Vault-Technologie, weil das ist ja schon dann mehr so das, was die in den USA hatten. Und da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf, wie das denn so sein wird, sich durch London zu schleichen. Ja, sie müssen halt wieder auch da satirisch einfach mit ihrem Setting umgehen, ne? Weil man sieht ja jetzt schon so ein bisschen dieses Viktorianische, was London hat, ne? Die Fraktionen, die halt so britisch sind einfach. Und hey, genau so, ne? Genau so funktioniert Fallout. Gleiches natürlich bei Fallout Miami, wenn du siehst, okay, es spielt halt in Miami. Wie viele Florida-Man-Sachen können wir machen? Ist jetzt leider, steht jetzt in Konkurrenz mit GTA 6, ja, ja. Auch, ne? Was halt leider dasselbe Setting ist. Deswegen, das wird spannend. GTA 6 auch die Post-Apokalypse, sagst du? Ja, genau. Ja. Die TikTok-Post-Apokalypse. Ist bei Miami am Ende ja auch egal. Ja. Ja. Stimmt. Ne? Oder ist Will Smith als Ghoul drin oder sowas, ne? In Fallout Miami? Solches. Dann gibt es halt auch Fallout Cascadia, was irgendwie so Seattle und Umland ist, so im Nordwesten der USA, wo sie schon gesagt haben, naja, wir wollen natürlich da auch irgendwie die Stadt und so bauen, aber auch um die Stadt rum viel Wald und viel Fläche so zum Erkunden, wo gar nicht alles notwendigerweise gefüllt sein muss, sondern man auch einfach durch das wandern kann, was von der Natur noch übrig ist und zu gucken, was es da so gibt und was man da für komische Hinterwäldler-Sachen findet. Also... Du kannst mit Fallout wirklich jeden, du kannst einfach eine Stecknadel so in den Globus stecken und sagen, okay, ich will einfach, hier will ich eine coole Satire machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Modding-Teams antreiben. Fallout London entsteht ja auch bei dem britischen Team, zu sagen, okay, wir machen es jetzt halt mal mit unserer Heimat und nehmen die ein bisschen auf die Schippe. Das brauchst du halt auch. Du brauchst halt auch den Blick in das Szenario, das du abbildest. Du brauchst die Leute vor Ort, sag ich mal, die eben diese Kultur verstehen, um sie satirisch auch abbilden zu können. Ja. Deswegen wollte ich, meine ich auch meinen, du bräuchtest halt irgendwie eine sehr hohe kulturelle Verständnis für China, wenn du sagst, du willst irgendwas in China zeigen, aber dass halt dann London ist mit einem britischen Team, ergibt komplett Sinn. Wenn irgendjemand ein Fallout Frankfurt macht, dann würde ich auch erwarten, dass das ein zum großen Teil deutsches Team ist. Ich möchte nur ein Fallout Berlin, so, das ist jetzt schon gefühlt Fallout. Also. Ja. Du hättest die Möglichkeit, uns eins vorzustellen später noch. Ja. Wir werden sehen. Wie ist es denn mit dem Zeithorizont? Also bei Fallout London wissen wir ja schon, das soll jetzt wirklich dann Ende des Monats erscheinen. Mhm. Fallout Miami und Fallout Cascadia sind ja noch ein bisschen mehr in der Zukunft. Weit weg, glaube ich. Wissen wir da irgendwas, wann die planen, damit zu kommen? Nee, das wollen sie auch gar nicht. Wir haben mit den Teams ja schon gesprochen bei all diesen Mods. Und die sagen auch, hey, wir sind fertig, wenn wir fertig sind, weil Modding-Teams dann auch immer, dann gehen Leute, können sich halt in ihrer Freizeit nicht weiter damit beschäftigen, musste neue suchen, die man wieder erst einarbeiten oder in das Projekt heranführen muss. Also die sagen, hey, es gibt hier keine Termine, es gibt hier keinen Druck, es wird fertig, wenn es fertig wird. Und vielleicht wird es auch nie fertig, ne? Das ist ja immer die Gefahr natürlich, wenn man irgendwie eine Mod macht. Ja. Damit müssen wir klarkommen. Und die basieren dann auf dem technischen Gerüst von Fallout 4, ja. Was ja dann natürlich auch immer älter wird. Ja, aber spannend. Das ist ja Bethesda Engines. Ne? Ja. Ja, so ein Ding. Haben sie bei Starfield ja auch so gemacht. Ja, genau. Also, ich meine, das ist wirklich so das Ding bei Fallout, was mich persönlich auch immer so ein bisschen jetzt mich nicht verärgert, aber was ich auf jeden Fall denke, anders auch schöner wäre, ist, dass Fallout fühlt sich immer so ein bisschen an wie so der Nachklapp zu Elder Scrolls. Also es war schon bei Fallout 3 so, dass man dachte, als es rauskam, ja, es ist eine mega coole Welt, ihr habt es richtig cool gemacht, aber technologisch habe ich das Gefühl, sind wir schon ein bisschen weiter, weil die sind auch so ein bisschen auf dem Oblivion-Niveau. Bei Fallout 4 auch. Fallout 4 sieht teilweise sehr, sehr gut aus, aber dann bist du in einem dunklen Raum und redest mit einem NPC, der aussieht wie aus Wachs gemacht und denkst dir so, ja, das war auch schon 2014 nicht mehr zeitgemäß. Also das ist
ist immer so ein bisschen das Gefühl, das man hat. Das ist halt so die, denn der, es trägt noch die Technik des letzten Elder Scrolls so mit sich und das entwertet das manchmal ein wenig. Das finde ich gar nicht so sehr. Okay. Aber es liegt auch daran, dass ich, also wenn ich, ich finde tatsächlich Fallout 4, es fühlt sich wirklich wie ein Fortschritt an im Vergleich zu Skyrim, insbesondere wie Spielerführung funktioniert und wie sie die Welt gebaut haben. Mhm. Ne? Wie diese Autobahnen, die durch die Welt sich ziehen, deine Blicke lenken zum Teil und dich durch diese Welt lenken. Also man spürt schon die Fortschritte. Andererseits, dann siehst du als Starfield, du denkst, was ist mit den Gesichtern los? Da gebe ich dir wieder recht. Ja. Das und Fallout ist dann auch immer braun und grau und matt. Das ist dann leider richtig. Ja. Das ist aber ein bisschen auch die Frage, die ich mir jetzt dann stelle, weil ziemlich viel von auch den technischen Unzulänglichkeiten ist ja das, was man immer so ein bisschen als so, ja, ist halt Bethesda abgetan hat, genauso wie, dass es halt oft recht buggy erschienen ist. Jetzt ist halt Starfield gekommen und hatte erstaunlich wenig Bugs, würde ich sagen. Also da hat es eher die Bethesda-Erwartung untertrumpft. Es war nicht perfekt, aber es war weniger, als man erwartet hätte. Aber ich glaube, bei vielen Sachen, wo man sonst gesagt hätte, ist halt Bethesda, nimmt man so hin, ist Starfield jetzt nicht mehr so gut durchgekommen bei der Community. Und da ist natürlich die Frage im Hinblick auf Fallout 5, können wir da mal eine Veränderung erwarten? Gibt es da jetzt mal den next Step? Es darf halt eine Sache nicht passieren bei Fallout 5, nämlich, dass sie da sitzen und sagen, weißt du, was wirklich das Geile war in Starfield? Dass sich diese Welt zufällig befüllt hat. Dass du auf jedem Mond, auf dem du landest, das Kryolabor findest. Das war richtig top. Um Himmels Willen. Ja, wenn sie eine Fallout-Welt bauen, die sich nach sich wiederholenden generischen Versatzstücken anfühlt, die dann einfach für dich von dem Algorithmus da drin platziert werden, dann spiele ich das nicht mehr. Weil es geht, das darf nicht sein. Ein Fallout, genau wie in Elder Scrolls, muss sich nach Handarbeit, handgebaut anfühlen, nach einem Spiel, in dem Überraschungen stecken, und die ultimative Wundertüte des Fallout-Settings ist halt der Vault. Ja. Ne? Weil jeder Vault ist auf seine Art weird und ne, ist es immer irgendein komisches Menschenexperiment, das da drin passiert. Du freust dich jedes Mal, wenn du einen findest und reingehst und siehst, okay, was ist hier jetzt wieder für ein Scheiß passiert und was haben sie hier wieder angestellt? Und wenn ich jetzt die Serientrailer sehe und sehe, dass Lucy in einem funktionierenden Vault hier offensichtlich aufwächst, in dem die Leute ganz normal im Leben nachgehen und irgendwie ne halt einfach... Hat so Fallout 3 Vibes. Ja, genau. Und ich denke sofort, oh nein, es gibt bestimmt keinen heile Welt. Irgendwas steckt da dahinter. Ich weiß es nicht, ne? Wer weiß. Also das wäre dann eine gute... Da, aber es ist halt schon Material immer für gute Fallout-Geschichten, was in diesen Vaults dann steckt. Und die dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Zufalls-Vaults in so eine Welt reinklatschen und sagen, also prozedural generierte Umgebungen sind eigentlich der Tod von Emergent Storytelling, kann man sagen. Weil genau das... Der Tod von allem. Aber genau das ist... Von Spaß. Ja, weil genau das ist es ja, dass... Viel sieht ja auch in Bethesda-Spielen ähnlich aus. Also auch in Skyrim gerade, in sehr vielen Höhlen gibt es die gleichen Ghule und so weiter. Und bei Fallout ist das teilweise ja auch so. Aber es ist eben, wie du sagst, dann in dem einen Raum gibt es eben dann doch irgendwie die eine Leiche, die einen Zettel dabei hat, ja, wo dann auf einmal eine Geschichte entsteht und wo du dann doch mitverfolgen kannst, was ist da passiert? Ja. Warum ist das zugrunde gegangen? Das gibt's in Starfield ja auch. Nur es verschwindet es halt. Starfield hat ja schöne Quests zum Teil, hat schöne Ideen, aber es verschwindet halt zwischen diesem sehr sich stark wiederholenden... Starfield sind einfach mehrere Spiele in einem. Ich habe mit dem einen System davon gar nicht, überhaupt nicht interagiert. Ich habe nie eine Basis gebaut oder so. Muss man auch nicht, weil es auch in keinster Weise so ineinander greift, so richtig. Mit den anderen Systemen. Das haben sie ja bei Fallout 4 ja schon besser gemacht. Also das Basenbau in Fallout 4 war ja jetzt weiter... Settlement needs your help, Fabian. Ja. Aber auch das Bauen an sich war ja wirklich extrem clunky. Also da irgendwie aus der Ego-Perspektive Sachen hinzusetzen, war halt mega fummelig und nervig. Ich habe das geliebt, ich habe das super gerne gemacht. Ich habe es auch gerne gemacht, obwohl es so fummelig war. Einfach auch, ich hab's gehasst, das kann ich nochmal jetzt. aber durch diese Welt zu gehen
Und dann war es ja oft so, dass du dann irgendeinen coolen Ort entdeckt hast. Ich habe es letztens wieder gespielt, da findest du zum Beispiel diese seltsame Roboter-Feldarbeiter, die da dieses komische Grünhaus irgendwie bearbeiten. Dann hilfst du denen und dann darfst du da deine Siedlung bauen. Oder du findest irgendwo eine Tankstelle und machst da irgendwas und darfst du da deine Siedlung bauen. So cool, du hilfst den Leuten da und hast eine Grundlage und die baust du dann aus, um da dein Dorf zu haben. Und in Starfield ist es so, ja, hier ist dein leerer Planet. Hast du nicht Bock, auf diesem Sandstein hier auch eine Basis ja, zu bauen? Weißt du, was geil ist? Ein Eisenvorkommen. Ja. Bau doch das Eisen ab. Hier könntest du das stimmt, diese abbauen. Siedler haben das ausgemacht. Irgendwie dieses, du kannst selber eine Siedlung erschaffen, wo dann mehr oder weniger dynamisch Leute leben und miteinander interagieren. Aber die haben ja zumindest basic Sachen gemacht, in sich da in die Betten gelegt, die du da denen gegeben hast, irgendwo hingegangen und Essen gegessen, wo du halt da was hingebaut hast. Und das hat sich irgendwie cool angefühlt. Also ich bin da auch nicht abgeneigt gewesen, eher von der Steuerung tatsächlich, als von der Idee des Spiels. Ja, ja. Ich würde auch gerne hier sitzen und mit euch darüber philosophieren, wie Starfield sich auf die Zukunft von Fallout ausprägt. Aber es tut so weh, dass man fast sagen muss, ich hoffe gar nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Ja, ja. Das macht einfach so ein geiles Fallout. Ja. Ein cooles, klassisches Singleplayer-Fallout, absurde Fraktionen, ne, auch zum Teil gerne noch mal ein bisschen vielleicht absurder, als sie es in Fallout 4 waren. Nicht mal die Hauptfraktion, aber ich finde, in Fallout 4 kannst du jetzt im Vergleich mit irgendwie so Little Lamplight in Fallout 3, wo die Kinder in der Höhle leben und alle, die über 16 werden, rauswerfen, weil sie Erwachsene hassen, ne, aber das ist irgendwie ihre Gesellschaft. Oder auch sowas wie die Sklaventreiber in Fallout 3 um Eulogy Jones, was ja eine richtig harte Geschichte ist eigentlich, aber damit drin gesteckt hat. Ne? Lasst euch sowas wieder einfallen. Coole Schauplätze. Megaton in Fallout 3. Die Stadt, die eine nicht detonierte Atombombe anbietet. Und wir alle haben sie in die Luft gejagt, um dann neu zu laden, weil wir gute Menschen sind natürlich. Aber das haben wir alle gemacht. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und das ist das, was ich von Fallout haben möchte. Ne? Eine Welt, wo ich das Gefühl habe, hey, es ist irgendwie was Abgedrehtes, aber cooles, liebevoll designtes. Hinter jeder Ruine. Ja, und vor allem, wo du halt einfach Spaß daran hast, diese Welt auch zu erkunden. Genau. So, ne? Also, ich glaube, das ist das, was mich immer am meisten fasziniert hat, irgendwo wieder so eine Ruine zu finden und da durch jede Schublade zu gehen, durch jeden Schrank zu gehen und, oh, da ist noch ein Keller. Oh, ich gehe mal runter und gucke, was da noch irgendwie so stattfindet. Und das, finde ich, ist ja für mich nach wie vor, ich habe jetzt vor kurzem erst nochmal Red Dead Redemption 2 gespielt. Und ich liebe das ja, dass du einfach irgendwie durch die Gegend reitest und auf einmal findest du irgendwie so ein Loch und da hat irgendjemand so einen Haufen Leichen abgeladen und fragst dich, was soll das hier passiert? Ja. Und das ist ja bei Fallout auch irgendwie immer so. Du hast immer irgendwo was gefunden und dir gesagt so, was passiert hier so? Und ich brauche einfach für so ein Fallout 5, ich brauche jetzt keine großen fancy Neuerungen oder so, sondern irgendwie also klar, schon irgendwo in bestimmten Punkten auch was ich jetzt so noch nicht hatte, aber dann wirklich mehr auf Story-Ebene und auf Figurenebene. So von mir aus kann das auch irgendwie, kann auch genauso aussehen wie das, was ich schon irgendwie in Fallout 4 hatte oder so. Aber es ist halt wirklich mehr so, also ich habe Fallout immer mehr wegen dieser Welt an sich gespielt, nicht wegen irgendwelchen Gameplay-Komponenten oder irgendwie was. Ne? Und wegen dem Radio. Ich liebe es. Ja, genau. Das Radio ist super. This is Three Dog. Wieso gibt es in Starfield kein Radio? Es ist so ein großes Universum und leer. Warum kann ich nicht einfach mit meinem Raumschiff rumfliegen und dabei mir tolle Musiktracks anhören? Aber warum willst du denn mit deinem Raumschiff rumfliegen? Ja, um Musik zu hören. Wirklich einen Grund gibt es ja leider nicht. Was glaubt ihr denn, wie weit Fallout 5 ist bei Bethesda? Ja, nicht weit. Die haben nicht mehr angefangen. Sie sagen ja, es gibt ja also den Plan soll es da geben, ne? Genau, es muss ein Konzept geben, sonst hätte Todd Howard ja nicht sagen können, wir mussten der Serie Sachen verbieten. Ja, genau. Also irgendwie muss er. Aber Todd ist ja auch nicht doof, der weiß ja schon auch, was er sagt. Ja, stimmt, auch wieder. Ja. Wahrscheinlich steht auf irgendeiner Serviette, mach mal Fallout 5. Das haben sie bei, irgendwie der Jonathan Nolan hat ja gemeint, dass bei einem Essen mit Todd Howard die Idee entstanden ist, diese Serie zu machen, bei einem Mittagessen. Wahrscheinlich hat Todd Howard da gleich mal Fallout 5 noch mit aufgeschrieben. Ja, er hatte eine gute Idee, glaube ich. Er hat ja auch gesagt, nachdem er die Serie gesehen hat, so, oh Mensch, warum haben wir das nicht so gemacht und so. Ne? Was also, könnten wir denn nach Elder Scrolls 6 machen? Mir fällt nicht ein. Ja. Vielleicht warten sie auch ab, was Nolan und sein Team irgendwie in diese Serie reingebracht haben, um daraus denn so, ah, okay, aus diesem einen Punkt machen wir jetzt Fallout 5. Genau, Nolan kam mit der Idee an und dann meinte Howard so,
Nee, das machen wir schon in Fallout 5, ja, genau. Aber in Wald hat er die Idee im Moment einfach übernommen. Hast das du schon mal beim Fallout auf dem Mond nachgedacht? Ja. Ja, krass. Ja, aber dann vielleicht nochmal die ketzerische Frage, was für ein Setting wünscht ihr euch denn für Fallout 5? Wir haben viel darüber geredet, dass ein Setting in Fallout sehr wichtig ist und zu der Magie dazugehört. Was würdet ihr gern sehen wollen? Ich will nicht vorweggreifen, wir haben ja noch ein Gespräch. Nur der Ort. Ja, ihr dürft jetzt nicht das sagen, was ihr gleich pitchen wollt. Ich kann sagen, ein Setting, das ich gerne mal sehe. Miami wäre ein Setting, was ich tatsächlich sehr gerne sehen würde. Die Südstaaten, aber da gibt es ja die Mod, ne? Also das ist ja abgedeckt. Was ich trotzdem ein bisschen weiter westlich davon vielleicht gerne sehen würde, ist so New Orleans und diese Gegend. So Southern Gothic, bisschen so diesen Lifestyle. Und da kannst du nirgendwo rumlaufen, weil alle Sümpfe radioaktiv sind. Sümpfe, Riesenkrokodile, ja. Cajun, so ein bisschen Zombies, Voodoo und so. Also da geht was. Oh, ich hätte irgendwie Bock auf so ein Fallout New York. Nein, das wollte ich auch sagen, ja. So, dass man halt wirklich so, dass vielleicht auch wirklich noch irgendwie so ein paar Wolkenkratzer haben irgendwie überlebt und die haben, keine Ahnung, so Brücken drüber gebaut und das irgendwie alles versucht noch einzunehmen und dann hast du ja auch sowas wie Central Park noch in der Mitte, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach komplett verwuchert und voll mit irgendwelchem Viehzeug und so, also. Und dann hast du ja trotzdem auch noch die Nähe zum Meer und das ist ja dann auch irgendwo als Insel so. Also da glaube ich, kannst du auch viel, viel verrückten Scheiß irgendwie einfach draus machen, der dann auch, glaube ich, imposant aussieht, wenn du irgendwo auf die Überreste des Empire State Building krabbelst und dann einfach mal so den Horizont abschaust und aber das ist voll der gute Punkt, weil was es tatsächlich ja noch nie so richtig gab, ist eine Stadt, die wirklich in die Vertikale hochgeht. Ja, Boston schon so ein bisschen in Fallout 4. Das haben sie ja auch extra gesagt, ne? Dass es halt ein bisschen mehr in die Höhe geht. Habe ich gar nicht mehr so stark in Erinnerung. Es gibt so eine coole Quest, wo du so ein Hochhaus dich hochkämpfst und das ganze Hochhaus ist voll mit Supermutanten. Stimmt, und dann befreist du ganz oben den einen Supermutanten, der irgendwie Macbeth zitieren kann. Und dann fahrt ihr so einen Fahrstuhl wieder runter und dann schließt er sich dir an. Hast du ein bisschen The Raid als Spiel da? Ja. Also wir prügeln uns halt einen Turm hoch. Und ja, für die Milch der Menschenliebe. Und was wäre dein Setting noch? Ich wollte eigentlich auch Manhattan sagen. Stehe ich natürlich blöd da. Das ist vollkommen okay, es wäre nicht abgesprochen. Ja, also. Ja. Ja. Mir fällt jetzt nur noch einmal später sagen. Ich hätte noch Lust auf irgendwas in Texas, Dallas, Houston. In dem. Oh, Texas. Ja. Oder Detroit, habe ich auch im Chat gelesen. Detroit mit der Autoindustrie. Oh. Mein Gott, was da für Abgründe sich auftun würden, was in der Autoindustrie passiert ist in dieser Welt. Also es gibt eine Tonne Settings. Deswegen ist es ja auch so frustrierend, dass Bethesda so lange braucht für diese Spiele. Weil sie müssen mich nur mal anrufen, die Ideen sind da. Oder was? Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall bleibt es sehr spannend, wie es mit Fallout weitergehen wird. Wir haben, glaube ich, viel, was uns jetzt in den nächsten Wochen schon erwartet, was wir dann sehen können. Und dann haben wir sehr viel, was uns in sehr weit entfernter Zukunft erwartet. Und wir hoffen, dass Fallout 5 da irgendwann einschlägt, wenn es dann kommt. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. War sehr spannend mit euch. Cool. Und ja, das war ja erst der Anfang. Aber trotzdem danke euch für den Talk zur Zukunft von Fallout.